So, das geben wir als Anregung, dass sie auch bauen können. Ich würde jetzt ganz gerne neue Landschaften hier ergründen. Und das machen wir auch mit der Tram. Also ich bin ein Tram-Fan, wie ihr wisst. Andererseits... Oh, jetzt habe ich das Mikro gepustet, Entschuldigung. Andererseits könnten wir hier auch ein bisschen mehr auf... Nein, wir haben hier noch keine Tram. Wir können hier eine Tram gebrauchen. Und dann müssen wir mal gucken. Die führt hier unten lang. Obwohl das dumm ist, sehe ich gerade. Denn da führt ja auch schon die Buslinie lang. Also wäre das hier natürlich wesentlich schlauer. Ja, der kurze Weg wäre natürlich möglich, aber wir wollen natürlich möglichst viel mitnehmen. Darum geht die Tram hier lang. Wollen wir hier lang oder wollen wir das hier... Wir könnten auch so lang, würde ja auch gehen... Zack. Und dann haben wir die Tram fertig. Dann kommen jetzt hier Haltestellen hin. Und wir fangen ja hier an. Hier geht es dann lang. Hier müssten wir nochmal ganz kurz nachbessern, Herr Kollege. So, dann da. Dann da. Ja, auch. Wir machen immer so vor den Kurven oder so. Das macht ja am meisten Sinn. So, und dann geht's hier lang. Dann darf hier nochmal gehalten werden. Hier macht's dann noch Sinn. Dann würde ich, kann man hier? Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Dann hier Vorhalt. Dann da nochmal. Dann da. Und dann erst wieder hier, weil es ja Trams sind. So, wir müssen mal gucken. Ja, dann nehmen wir mittendrin mal eine und dann kann er die hier mit aufnehmen. Das passt. So, dann machen wir eine neue Route. Und das wird jetzt ganz interessant. Im Übrigen, apropos Route, das ist Route 11 und 12 wird das sein, oder? Ne, 10 und 11. Die können wir auch mal benennen. Das hier ist Augsburg, oder? Augsburg. Ja. Dann gucken wir mal. Das sind so die letzten Routen, die wir noch benennen müssen. Das ist sogar die letzte. Ups. Ist dann... Jetzt ist Jahresende natürlich. Ich habe mich eh vertippt, glaube ich. Ja. So, Augsburg F1 und Augsburg F2. Damit haben wir das dann fertig. Jetzt brauchen wir natürlich die Tramlinie. Wir werden die auch gleich übrigens aktualisieren. Na komm, weg damit. Neue Linie. Ja, die darf hier starten. Ja, die geht mal gegen den Uhrzeigersinn, macht ja jetzt nichts. So, dann gucken wir mal, das sind ein paar mehr Haltestellen als sonst. Aber das macht nichts, wir sind jetzt schon bei 11, unglaublich.
Ja, das sind 18 Stationen. Damit ist das die längste U-Bahn-Haltestelle, die wir gerade geschaffen haben. Also Straßenbahnhaltestelle letztendlich. Genau, dann fährt die hier rum und dann hier hin. Natürlich hält die auch hier, ist ja klar. Dann geht's hier wieder raus. Und dann gucken wir mal. Bei 18 Stück, wie viel brauchen wir denn da? Das ist die Frage. Das ist dann die U2. US. Das ist die US-Streitkraft. 2. Da müssen wir hier ein Depot bauen für Donald Trump. Entschuldigung. Ich glaube, wir machen mal 10 Stück, oder? Machen wir 10 Stück? Für den Anfang 10, oder? Oder reicht das nicht? Nein, das ist zu wenig. Als zweite, wir machen mal 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Da. Und jetzt geht's hier ab in Augsburg. Jetzt geht's richtig ab. Wir sehen 15,2, also es geht nicht wirklich bergauf. Wir hoffen jetzt hier auch mal mit der neuen Route natürlich ein bisschen was zu reißen. Und wir müssten auch gleichzeitig mal die Fahrzeuge modernisieren. Ja, da kann alles rüber, sehr schön. So, und dann sind alle Bahnen raus. Kommen hier auch wenig Züge, also muss man auch sagen, aber gut, es sind auch erst 40, die da warten. Ja, und das wird sich jetzt hier einpendeln. Was man vielleicht noch machen kann, ist hier so eine Notlinie oder so. Keine Ahnung. Hilft das? Ich glaube nicht, dass es denen hilft. Dass sie quasi abkürzen können, wenn was ist. Oder wenn wir eine Expresslinie machen wollen oder so. Ah, wir machen das weg. Es wird sich schon irgendwie einfädeln. Es klappt ja immer. Oder gucken wir mal. Also Augsburg ist auch eine Stadt, die jetzt dadurch mächtig am Wachsen sein wird. 600 Leute. Im Übrigen Bielefeld 344 mittlerweile. Ich habe nicht zu viel versprochen. Kann man hier eigentlich den auch... Hey, fahr doch nicht weg. Naja gut, der fährt jetzt weg. Der ist verloren. Egal. Dafür haben wir aber halt wenigstens eine neue Straßenanbindung. Bau nicht möglich. Bau nicht möglich. Was für eine Kompression. Was mich jetzt mal interessieren würde, können wir hier oder könnten, nee, das wird nicht gehen. Ich meine, ich kann drüben die andere Seite nehmen, ist ja kein Problem. Dann nehmen wir das hier, ist ja auch gar kein Problem. Dann würde ich das sogar noch einbauen. Das bauen wir sogar noch mit ein. Und zwar brauchen wir die Tram Augsburg U1 und U2. Und wenn wir jetzt die hier nehmen,
Zwischen 17 und 18. Zwischen 17 und 18. Achso, wir brauchen natürlich auch freie Fahrt für freie Bahn. Genau, 17, 18, 19. Und das gleiche müssten wir natürlich hier machen. Zwischen 1 und 2 quasi. Ja gut, ist jetzt halt so zack, zack, zack und dann werden die da auch alle langfahren. Ja, der Zug ist leer. Wir müssten jetzt mal gucken, was wir auch modernisieren müssten. Also da gibt es natürlich auch Dinge, die müssten dringend modernisiert werden. Unter anderem halt die Augsburger Puppenkiste, die Augsburger Straße. Wie viel haben wir hier? 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ja, die können wir mal so lassen. 10 Stück ist da, glaube ich, okay. So, dann gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5. Ach, brauchen wir gar nicht zählen. Wir haben ja hier die ersten 10. So, dann Augsburg, Fahrzeug 1. Und Augsburg Fahrzeug 2. Und dann haben wir das auch mal modernisiert. Ja, das reinste Chaos hier. Ja, mit 12 Millionen stehen wir aber auch gut da. Also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Finanziell läuft es bei uns. Ja, neue und alte Bahn, hier trifft sich alles. Also unglaublich. Die rostigen alten Bahnen werden aussortiert. Und hier treffen die sich in eine Nebenstraße, also eigentlich so, wie es auch sein soll. Dadurch wird kein Hauptverkehr blockiert hier. Sehr schön. Und schon sind die Fahrzeuge alle ausgetauscht, mehr oder weniger. Hier kommt noch ein, zwei angetuckert hinten, aber gut, das ist alles halt so wild. Und dieser Bahnstau wird sich hier gleich beheben, weil die werden ja in diesem Abstand sich ausfahren. Also wenn wir hier mal gucken, wie rostig diese Drecksdinger sind. Unglaublich. Ah, hier kommen auch noch zwei. Da kommt auch noch einer. Da auch noch einer. Also ein bisschen was ist noch unterwegs, aber nicht mehr viel. Die Stadt, hier hat man es gerade gesehen, Haus aufgeploppt, modernisiert sich. Und wir modernisieren natürlich mit. So, und ich würde sagen, Augsburg ist jetzt neu, größer und besser. Und jetzt müssten wir langsam hier ran, ob wir wollen oder nicht. Würzburg U2, warum wechselt die Bahn? Das ist F1. Also wir müssten hier jetzt auch nochmal gucken, was wir hier schaffen können. Also es würde Sinn machen, einen neuen Stadtteil zu erschließen. Das kann man mal so sagen.